Und da sind wir so durch Lissabon gefahren und da haben wir gedacht, können wir nicht mal einen Traumgast bei uns hier haben, ja, der mal richtig schön uns ein Interview geben kann, ja, und am besten höchst exklusiv das erste Live-Interview, was es gibt im deutschen Fernsehen, seitdem die Weltmeisterschaft läuft und seitdem Europameisterschaft. Ach so, stimmt ja. Ist egal. Macht ja nichts. Ich bin einfach total aufgeregt und meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben, aber heute hier bei uns gleich im Gespräch Rainer Kallmund. Hallo Kalli, schöne Grüße. Ja, schöne Grüße von Lissabon nach Köln oder wie die Jungfrauen nach Deutschland, ja. Österreich, Schweiz, Benelux, Italien, Schweden, Dänemark. Och. Natürlich. Wir haben keine Zeit mehr, ja, okay, Herr Kallmund, wir müssen, wir können später gleich reden. Wir sprechen gleich mit Ihnen, Herr Kallmund. Also, das freut mich, dass Sie zu uns gekommen sind und etwas Zeit gefunden haben. Bis gleich dann. Ja, bis nachher. Also viel Spaß. Tschüss. Ne? Ja, wir schalten also gleich zurück. Gleich das ganze Interview. Und da sind Sie wieder. Hallo. Viele Zuschauer hier. Ja. Schöne Grüße auch an die Zuschauer. Die habt ihr Zuschauer da, oder? Können die sich mal lautstark bemerkbar machen? Ja, die hören. Könnt ihr mal noch mal kurz ein bisschen Lärm machen? Ja. Sehr gut, die Stimmung ist gut. Ja. Ja. Perfekt. Ja, und hier haben wir jetzt also Rainer Kallmund. Er sieht ja schon immer im Fernsehen relativ groß aus, aber das toppt alles, wenn man erstmal neben ihm sitzt. Ja, ist ja jetzt auch gut. Gut, jetzt. Herrlich. Ja. Danke. Ja. Und darf ich Papa sagen? Ach so. Oh. Der Dicke hier, könntest du mein Sohn sein, ne? Ja. Was? Der Dicke könnte der Sohn? Der kleine Dicke könnte mein Sohn. Hat schon zwei Teller Schinken gegessen in der Pause. Das ist auch gut. Ja. Ja, wir haben ja noch das ein oder andere Stückchen Käse auch noch und so. Aber ich sehe schon, es geht Ihnen super. Ja, ich fühle mich ganz gut. Das ist morgen sicherlich ein schweres Spiel. Da ist mir was angespannt, das hört dazu. Aber ansonsten habe ich das alles ganz gut verkraftet. Wir sind ja hier Mercado de Peixe, wunderbares Fischlokal. Wir waren hier mit Bayer Leverkusen viermal im Europapokal. Da kennen wir uns in Portugal ganz gut aus, so wie in der anderen Bundesliga auch. Und fühlen uns hier ganz wohl. Und er hat hier den Grill gerochen. Wo wir sind, ist er direkt hier eingelaufen. Ja, komisch, was ich für ein Image habe hier. Egal. Naja, aber jetzt. Sie haben es schon angesprochen, Tschechien, schweres Spiel, konkrete Chancen, jetzt ganz im Ernst, wie geht's aus? Ja, man kann sagen, ich möchte mal die Aussage von Werner Hackmann, der heute auch der Chef der Liga, die Stimmung im Trainingslager, ich meine, nicht, dass man auf den Tischen tanzt, sondern überhaupt, der Teamgeist ist da, nicht nur bei der Mannschaft, ob da nun die Masseure sind, die Zollschwarte, die Delegationsleitung, da passt eigentlich kein Blatt Papier zwischen, wir sind da alle, ziehen da an einem Strang, das ist eine tolle Atmosphäre. Das muss man klar sehen und der Teamgeist stimmt vor allen Dingen. Den brauchen wir morgen. Wir wissen alle, dass wir ein paar spielerische Defizite haben. Da braucht man nicht drum herum zu sprechen. Wenn wir das Spiel nicht machen müssen, wir gegen Holland stehen hinten drin, können den Gegner attackieren, bekämpfen und dann in die freie Räume reingehen, dann sind wir eigentlich ganz gut, dann spielen wir auch attraktiven Fußball. Wenn wir das Spiel selber machen, müssen wir gegen Lettland, der Gegner steht hinten drin und es ist mehr Kreativität, mehr Technik gefordert, dann hat die Mannschaft, dann zeigt sie ein völlig anderes Gesicht, dann hat sie damit Probleme und uns hilft jetzt gar nicht, das immer nur zu kritisieren. Das ist wie in der Familie, wenn da einer krank ist, da müssen die anderen ein bisschen im Teamgeist das kompensieren. Oder in der Firma, wenn einer Abteilung ein bisschen hakt, dann muss man Gas geben. Und hier ist das eben über Teamgeist zu regeln. Ja. Ja, das auf jeden Fall. Aber wir reden nicht nur über Teamgeist, denn wir haben auch was getan. Ja, absolut. Wir überlassen nichts dem Zufall. Und es ist ja so, Sie sind ja Träger des legendären Glückspfennigs der Bild-Zeitung gewesen beim Lettland-Spiel. Ja. Ja, der hat ja auch Glück gebracht. Wir hatten den in dem 16er vergraben, wo der Schiedsrichter in der zweiten Halbzeit keinen Elfmeter gegen Deutschland gegeben hat. Und damit hat er seine Aufgabe voll erfüllt. Ich habe den übrigens heute beim Frühstück an Uwe Seeler gereicht. Denn jetzt brauchen wir Tore und Uwe Seeler ist das Symbol in Deutschland für Tore. Der spielt aber nicht mit, das ist das Problem. Aber ansonsten... Er hat den Glückspfennig, der Uwe, persönlich, im gegnerischen Strafraum. Na gut, und wir haben noch was getan. Wir waren nämlich heute im tschechischen Trainingslager und da sollte es eigentlich
eigentlich ein offizielles Training geben, das ist ausgefallen, aber trotzdem haben wir uns nicht nehmen lassen, ein Pendant zum Glückspfennig dort zu deponieren und deportieren. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Ja. Deponieren, so ist es. Czech, one, two, microphone, check. Ja, hallo, wir befinden uns hier in Sintra und hier trainiert die tschechische Nationalmannschaft und wir haben uns was ganz Besonderes einfallen lassen. Ja, eigentlich wäre jetzt um 11 offizielles Training, aber das Training wurde verschoben auf ein geheimes Training um 18 Uhr. Ja. Aber nach dem Riesenerfolg des Bild Glückspfennig haben wir hier den TV Total Unglückscent. Ja. Den werden wir jetzt hier bei den Tschechen im Mittelkreis vergraben und vorher natürlich noch beschwören. So, so. Hier rein, bitte. Ja. Blondierung im Arsch von Nedved. Du willst auch noch was? Ja, mach den Drücken doch erstmal rein. So. Und jetzt. Eigentor! Eigentor! Kreuzbandriss! Ja. Rote Karte. Elfer verschießen. Ah, Frau geht fremd. Ja! So, somit kann heute nichts mehr. Somit kann gegen Deutschland nichts mehr schießen. Gar nichts. Wir haben schon gewonnen. Obrigado. Thank you. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Ja, da kann nichts mehr schief. Hoffentlich bringt das was. Ich habe eine Frage an. Ich habe eine Frage an den Fußballfachmann Rainer Kallmund. Die Tschechen wollen ja mit einer B-Mannschaft spielen. Kann man davon ausgehen oder ist das nur wieder ein Trick, um uns einzulullen? Ja, im Moment, die Informationen, die sind noch konkret, dass die vier oder fünf Spieler aus der Erstvertretung, also aus der A-Mannschaft, von den ersten elf, nicht auflaufen lassen. Aber es wäre jetzt sicherlich trügerisch zu glauben. Es wird wesentlich leichter. Die jüngeren Spieler oder die sonst auf der Bank sitzen, wollen sich natürlich empfehlen, sind ausgeruht, sind auch Topspieler, internationale Topspieler. Die Tschechen sind eben mit 18, 20 erstklassigen Erstligaspielern aus ganz Europa besetzt und es wird dadurch nicht leichter. Die wollen sie empfehlen, wollen vielleicht sich für im Viertelfinale nochmal anbieten beim Trainer Brückner. Und wir haben ja im letzten Jahr auch schon eine ziemlich negative Erfahrung gemacht oder vor vier Jahren in Rotterdam gegen Portugal. Da spielte dann Cosin Song, der kannte keinen, und der haut uns direkt drei rein. Wie gesagt, wir werden uns davon nicht einlullen lassen, die Mannschaft auf keinen Fall. Von der ersten Minute an Stahlhelm auf, Kampfanzug an, Dreck fressen, Gas geben, das ist das Motto, was der Rudi der Mannschaft auch mit auf den Weg geht. Ja, ja. Sehr gut. Dreck fressen, richtig. Gut. Nein, danke. Ja, dann bedanke ich mich. Haben Sie noch irgendwas zu sagen? Die berufliche Zukunft, wie sieht die jetzt aus? Zum FC St. Pauli vielleicht? Oder zu Hannover 96? Oder zum ersten FC Köln? Hannover 96 ist ja schon... Moment. Es sollte schon ein Erstligaverein bleiben, bitte. Also da müsst du, Stefan, da müsst du ja Pressesprecher werden. Ja. Beim FC müsst du ja als Pressesprecher anfangen. Wenn wir unsere Vorne bei Hannover 96... Nee, Quatsch beiseite. Ich war 27 Jahre bei Bayer Leverkusen. Mein Herz wird doch immer weiter für Bayer Leverkusen schlagen. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Ich glaube, nur jemand, der 27 Jahre alleine die Verantwortung für Sport, Finanzen, Öffentlichkeitsarbeit, die 300 irgendwo Plätze der Kragen. Ich bin jetzt richtig erleichtert, auch trotz meiner Gewichtsklasse, dass ich diesen ganzen Balken der Verantwortung nicht mehr tragen muss. Aber wie gesagt, es ändert nichts daran. Mein Herz schlägt bei Bayer Leverkusen. Ich muss auch deutlich sagen, es war eine sehr, sehr schöne Zeit. Ich bin dem Verein dankbar dafür, auch für einen guten Abschied. Ich kann eine vernünftige Altersversorgung kriegen. Ich habe noch keine Wettbewerbsklausel. Ich kann mir noch bewerben, ich kann noch sonst was machen. Vielleicht komme ich noch bei Pro7. Ne? Gut. Wir schalten gleich noch mal zu euch für das ein oder andere fachliche Statement von Rainer Kallmund. Es gibt sowas von leckeren Schinken. Ja. Super. Die Stimmung ist weiterhin fantastisch. Wohnwagen ist auch ein ganz gutes Stichwort. Ja. Danke. Danke. Super. Der hat gesagt, die sollen das rufen. Das ist alles hier nicht. Nein, die machen das rein freiwillig. Dankeschön. Jetzt reicht's aber auch. Wird unangenehm langsam. So, der Herr Kallmund wird jetzt noch auf einem Teil unseres Wohnwagens unterschreiben. Den verlosen wir ja. Der Peter Lohmeyer hat da auch schon drauf unterschrieben.
Kurze Frage noch, Köln interessiert es besonders, soll Prinz Poldi eingewechselt werden? Also man soll den Prinz Poldi oder den kleinen Lukas mal in Ruhe lassen, ist ein toller Spieler. Ich bin ja so ein bisschen der väterliche Freund für den, die Kölner brauchen keine Angst zu haben. Wir werden den nicht nach Leverkusen abwerben, aber der Junge ist damit noch überfordert. Vielleicht kann der Rudi in die letzten 20 Minuten reinbringen. Wenn es eh schon 4-1 für uns steht, ja, kann er ihn ruhig bringen. Ja, selber, wenn du auch mitspielen würdest. Ja. Er ist ja übrigens, hat eben gesagt, A. Elton bekannt für Deutschland. Der wollte haben dazu rufen. Also, wie gesagt, ich wünsche euch noch viel Spaß. War eine schöne Geschichte ein hier. Ein Tipp, Herr Kalmund, auch vor so einem schweren Spiel. Ein Tipp, wie geht's morgen aus? Tipp ist ganz klar, ich habe gegen Holland 1-1 getippt, lag richtig und jetzt tippe ich 3-1. Da müssen wir aber alle zu Hause am Fernsehen morgen über 20 Millionen die Daumen drücken. Und wir brauchen wirklich auch das Quäntchen Glück. Wir müssen kämpfen, Dreck fressen, alles tun, marschieren wie die Bekloppten, ja, um dieses Spiel zu gewinnen, weil uns sicherlich in der technischen Abteilung ein paar Defizite belasten. Ja. Aber ich glaube, wir schaffen das. Genau. Ja. Ganz kurz das 3-1 für wen? 3-1 für Deutschland und dann gegen Schweden. Ja, ja, so, vielen Dank. Vielen wir Dank, gehen jetzt Rainer noch ein bisschen Kalmund an den Pool und haben bis, vielen Dank, Rainer Kalmund. Wir gehen jetzt noch am Pool, haben ein bisschen Spaß. Ja. Tschüss nach Köln. Alles klar, vielen Dankeschön. Dank. Rainer Kalmund, Olli und Elton.